Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Hallo Leute und ein recht herzliches Willkommen zu einem neuen Video von der Livestream. Heute mit dabei, er ist zurück, Karl-Heinz. Hässlicher denn je, guckt ihn euch an. Ist das nicht wunderschön? Klingelingeling, hier kommt der Eiermann. Guten Tag. Hallo. Ich habe mal eine ganz blöde Frage. Boah, du bist aber hübsch. Ich habe eine ganz blöde Frage. Jetzt traue ich mich gar nicht, dich ansprechen so. Im Wintercamp waren wir nur Jungs jetzt. Ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte. Was wollte ich nochmal fragen jetzt eigentlich? Klingelingeling, hier kommt der Eiermann. Dup, dup, guten Tag, guten Tag, guten Tag, guten Tag. Oh nee, ich möchte jetzt nicht frauenfeindlich wirken, aber wenn ich eine Dame vor mir stehen habe, werde ich immer ganz komisch. Und sonst niemanden gerade zur Verfügung. Gut, dann muss ich das anders klären. Was wollte ich jetzt nochmal fragen? Haben Sie ein Klo? Ich muss ganz dringend Gacki. Ganz dringend? Wir haben keine öffentlichen Toiletten. Aber der Schokozug kommt und ich weiß nicht, wo ich sonst hingehen soll. Das sind die einzige Person, die mir gerade helfen kann, mein Schokozug, dass er noch pünktlich ankommt, nicht so wie die Deutsche Bahn. Wenn der Verspätung hat, ist ja schön und gut, aber wenn er mal zu früh da ist, habe ich ein Problem in der Hose. Ich kann leider da nicht weiterhelfen hier. Ich muss ja. Ich habe ein Problem, mein Schokozug kommt heute ein bisschen früher an. Und ich habe mich mit dem Timing ein bisschen verschätzt. Ich war die ganze Zeit im Flugzeug und ich wusste nicht, wo ich hin muss. Und jetzt habe ich mich am Gate verlaufen und jetzt bin ich hier einfach hingefahren, weil ich gedacht habe, ich kann nicht ihre Toilette versuchen zu nehmen. Das ist ziemlich schwierig, hier die Toilette zu benutzen. Weil ich muss meine Schokopraline ja irgendwo ablegen. Wie soll ich das machen? Ich weiß nicht, wo ich sonst auf Toilette komme. Ich glaube, es kommt raus. Nein. Ich muss, es geht nicht mehr. Ich kann es nicht mehr halten. Ich kann es nicht mehr halten. Was soll ich denn machen? Haben Sie eine bessere Idee? Okay. Okay, alles gut. Es ist, der Schokozug ist angekommen. Klar, das ist so... Das hat ja sich das Auto aufschieben lassen. Das ging ja schnell. So, Lincoln 14 ist auf unterwegs. Wir fahren jetzt auf Streife. Der hat den offen stehen lassen. Ich kann es kaum glauben. Ist das gut? Oh, ich werde gleich mal gucken, ob hinten im Kofferraum was drin liegt. Ja, gibt's eine M4? Alter, wie steht. Ey, Leute, ihr habt gerade gesehen. Ich habe gerade innerhalb von nicht mal 30 Minuten eine M4 und alles bekommen. Ist das geil. Guten Tag, Sie Schlimmerfänger. So, ich krieg jetzt mal von Ihnen Handy. Und dann ist gut, dann dürfen wir weiterfahren. Haben Sie mal einen Dienstausweis für mich? Ich habe einen Dienstausweis, ja. Dürfte ich den mal sehen? Natürlich dürft ihr den mal sehen. Du gibst mir jetzt dein Handy. Oder weißt du was? Dreh dich um. Ich nehme dir das Handy ab. Dreh dich um. Eine falsche Bewegung und du kriegst das Ding in die Fresse. Das kannst du kaum glauben, wie schnell das geht. Ja, ich mach nichts. Ab geht die Luzi. Das ist das Phone, mit dem du ein Jailbreak machen kannst. Der Typ war im Knast und hat's mitgenommen. Das ist gar nicht ein echtes Phone. Das gibt's nicht. Mit dem Ding kannst du aus dem Jail ausbrechen, Leute. Gut, dann stellen wir jetzt eine Glock 17 und eine, ich würde sagen, die M4 brauche ich nicht. Die stelle ich heute ins Internet. Und dann verkaufen wir die auf easy angelehnt, oder? Dann rufe ich einfach die hier. Gut, dann stellen wir's rein. Ey, da werden sich sicher, dass wir die bei mir... Das wäre natürlich... Oh nee, oh nee. Och, mein Gott, nicht überschlagen. Och, zum Glück. Och, knappe Sache, ich muss aufpassen. Och, nö. Kann ich ja gar nicht mal Waffeln reinstellen. Wäre es... Oh, wo kam gerade der Baum her? Das ist jetzt ganz schlecht. Guten Tag, was wollen Sie? Hallo? Hallo, einmal stehen bleiben. Ich heiße Robert und ich fahre so, wie es mir gefällt, mit einer Mickey Maus an Bord. Aber ich glaube, ich fahre zu Andis Autohaus, bedroht dort jemanden und nimmt dort eine riesige Geiselnahme. Ja, das ist natürlich blöd, ne? So, Sie nehmen die Hände nach oben, Sie nehmen die Hände nach oben, nehmen Sie die Hände nach oben, Hände nach oben, alle die Hände nach oben. So, die kommen alle mit, die kommen alle mit, die kommen alle mit, alle mitkommen, alle mitkommen. Gehen wir alle dann in diese Tür rein, alle in diese Tür. Und keine Faxen, keine Faxen. Hallo? Wollen wir miteinander reden? Wir können miteinander reden. Möchtest du rauskommen? Die kommen rein, die kleiner Goofy. Sag mal so, ich bin mit der Gesamtsituation unzufrieden. Okay, und was können wir denn für die Gesamtsituation tun, damit die vier Herren hier ganz wieder rauskommen? Na, ich hätte eine gute Idee. Wir machen Folgendes. Ja. Schreiben wir auf. Ich schreibe auf. Sie rufen heute Abend noch Renny Smog an und sagen ihm, dass er Jason panieren soll. Ich halte das nicht mehr aus. Ich warte seit Jahren drauf. Er hat die 3 Millionen Follower schon längst geknackt. Er hat Jason noch immer nicht paniert. Wer soll wen panieren? Ich spreng gleich einen neuen Automaten sonst hoch. Okay. Weiter im Text. Ich möchte hier abziehen. Ich möchte ja nicht in diesem Outdoors bleiben. Außerdem riecht es hier drin nach Urin. Ich möchte ja nicht mehr drin bleiben. Und ich möchte, dass sie keine Nagelbänder hinlegen. Ich werde mir jetzt ein schönes Auto aussuchen und ich fahre damit weg. Okay. So, alle sind da bleiben, wo sie sind. Nicht bewegen, kein Gas. Besuchen wir uns nie wieder. Nie wieder.
sehe schon, ich auf Hausverbot. Ich habe lebenslanges Hausverbot bei Andis Autohaus. Mal schauen, ob wir damit wegkommen. Ich glaube, ich komme weg damit, ne? Alter! Huch. Ja, ich hab mal so ein bisschen auf mexikanisches Essen angelehnt gedacht. Das wäre immer zu schön gewesen, hätte ich das nicht gesehen. Oh, Highspeed ist verunfallt. Sehr geil, sehr geil, sehr geil. Du musst jetzt überlegen, wo ich abgefahren bin. Oh nee, Kurs verloren. Oh, schnell, drück. Jungs, Mädels, ich glaube, ich bin weg. Leck mich, bin weg. Verkaufe M4. Eins nur leicht gebraucht, fast wie neu. Tun wir das Bild hinzufügen? Was haben wir gesagt? 50.000, ne? Guten Tag, bitte, wie kann ich Ihnen helfen? Ja, ich rufe an wegen der M4A1. Ja, bitte? Kann man die kaufen, oder was? Natürlich. Okay. Hallo? Hallo. Sind Sie der Mann aus dem Internet? Genau, ja. Okay. Dann steigen Sie mal ein, ich mache die Moneten. Okay. Dann überweisen Sie das. Sie haben ja meine Nummer, ne? Genau, 65 haben wir gesagt. Ja, da sind Sie drauf. Super, okay, pass auf, dann gebe ich dir die. Ein bisschen Trinkgeld, das sehe ich doch gern. Genau. Ja, bitteschön, das ist jetzt Ihre. Ich wünsche Ihnen viel Spaß mit... Guten Tag und hallo. Boah, Sie Mensch. Sehen aber schon wie Zivilcops aus, ne? Wieso? Ja, so wie Sie sich einkleiden, Sie sehen ja wirklich aus wie so ein Zivilcop, ey. So sieht einer aus, so wissen Sie so... Ja, ist die so ein bisschen kurz, hat ein bisschen Kuss. So sieht so einer aus. Okay, also folgendes. An wen darf ich verkaufen? An mich bitte. Dann kommen Sie mit, steigen Sie ein. Soll ich hinfahren mit? Ja, nee, Sie steigen bei mir ein. Ich führe Sie dann gleich zurück. Sie brauchen keine Angst haben. Sagt mir, dass ich Ihnen vertrauen kann. Gucken Sie mein Auto an, ich bitte Sie. Ich habe auch keine Maske auf, ich will nichts Böses. Passen Sie auf, Sie überweisen. Sie haben meine Nummer. Sie überweisen das Geld aufs Konto und dann kriegen Sie Ihre Ware. Ich zahle an, ich zahle nicht alles auf einmal. Haben Sie mich gerade angerufen. Hallo? Schönen guten Tag. Ah, sind Sie laut. Ich bin laut. Passen Sie auf, wie viel können Sie anzahlen? Haben Sie Bar dabei? Ja, die Hälfte. Dann machen Sie die Hälfte. Ja, bei 20. So, ich zahle das aber meins Konto ein. Ich bin gleich wieder bei Ihnen. Sind die dumm? Sind die dumm? Ey, wie ich... 20.000 Dollar, aber gratis. Gratis? Ey, ich habe sowas von gemerkt, dass das keine Zivis sind. Das Outfit hat's verraten von diesem einen Dude, ne? Dieses Gang-Outfit. Keiner zieht sich legit so an. Aber hey, ich habe 20.000 gerippt. Ich habe 20.000 gerippt, Leute. Wir müssen schnell machen. PD ist da. Ja, warte, ich muss das Geld holen. Ich hab's im Koffer. Ja, bitte machen Sie schnell. Ja, okay. Oh, warten Sie mal, das ist ganz schlechtes Timing gerade. Mach zu. Hier macht keiner zu. Alüb, alüb, alüb. Uiuiuiui. Mr. Highspeed, oh, ganz vorsichtig hier. Ja, ich habe ausgetrickst. Ah, ausgetrickst, hat Urgroßvater, Leute. Da sind wir noch hinten dran, aber ich habe ausgetrickst. Das ist schon mal gut. Huch, Oh nee. Ah, ich habe Blackout, nein. Okay. Meine Dings sind ausgefahren. Aber ich kann auch fahren. Das ist ein schlechtes Zeichen. Jetzt heißt das, dass mein Auto gleich eingehen wird. Es dauert nicht mehr lang, mein Auto geht ein. Das Gute ist, ich habe jetzt ein bisschen Vorsprung. Ich könnte, wenn ich jetzt noch schnell mache, mich irgendwo ganz schnell verstecken, weil der hat gerade angehalten. Ist ausgestiegen, ich habe gerade Time, Leute. Das kann mir jetzt den Arsch retten. Braucht nur genug Abstand und dann bin ich weg. Das ist das Gute an der Sache. Bitte. Das ist ein Busch. Das ist schön groß. Ich schreibe mal meinen Brief. Mich abholen soll. Bin da, okay. Er ist kein PDler, ich liebe ihn. Hallo. Lass wohin fahren, wo wir alleine und ungestört sind. Pass mal auf, ich vertraue dir sogar so sehr, dass ich dir zuerst die Waffe gebe und du gibst mir dann das Geld dafür. So, ist jetzt deine. Und dann einfach ein Zwanni überweisen und gut ist die Sache. Du hast mir gerade echt den Arsch gerettet. Ich weiß. Ich habe was gefunden. Was? Pass auf, ich komme gleich. Das Ding kostet 8.000. Das ist so billig. Darf ich denn jetzt mal den richtigen Namen erfahren? Hatichen. Das sehe ich ja nicht. Hatichen ist ein ganz normaler Name. Ich weiß nicht, was daran so verkehrt ist. Deshalb erzähle ich den Leuten so ungern meinen echten Namen. Ja, das hört sich an wie ein Unfall, ja. geh runter. Du bist doof. Warum doof? Weil es Leute da draußen gibt, die so heißen. Die Leute alles können nichts dafür, dass sie Hatichen heißen. Alles gut, es war nur ein Spaß. Du hast gesagt, das ist ein Unfall. Der offen ist, dann habe ich aber alle neun. Oh, da sitzt wer drin. Kann man ihn helfen? Sonst geht's ihn aber, oder? Das fahren Sie auch einfach hier rüber. Ja, ich bin ja nirgends rüber gefahren hier. Wollen Sie, dass ich den hier benutze? Ja,
Laser weg. Ich mach nur Spaß, hallo, ich mach nur Spaß, alles gut. Ich hab was viel Besseres. Nee, warten Sie, ich nehme die aus der Hand. Entschuldigung, ich nehme die aus der Hand. Umdrehen. Ich dreh mich um. Umdrehen und dann Explorer. Ich gerne den Explorer. Ich sehe. Aui! Ah. Zumindest für alle Fest genommen. Einen schönen Aufenthalt. Vielen Dank Ihnen auch. Aber wie ich aussehe. Die Brille, guck mal. Guck mal, wie ich aussehe. Der hat mir das Ding nicht abgenommen. Phone mit Jailbreak. 11 Uhr, damit kann ich ausbrechen. Dem Ding hier. Bin einfach mit dem Jailbreak-Phone hier reingekommen. Das kannst du keinem erzählen. Ich kann damit jetzt ausbrechen. Easy. Nächster Stream, Ausbruch mit Karl-Heinz. Das war's mit dem Video. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.